Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich wollte euch heute mein neues Camp zeigen. Ja, Arschlöcher. Ah, Mann. Okay, das ist jetzt Kacke. Ich habe hier extra mein Camp errichtet. Es war perfekt. Es war so perfekt. Ich wollte es doch euch zeigen. Vielleicht kriege ich das nochmal hin. Auf die Schnelle. Ich hab nicht mal was zu trinken da, oder? Ein bisschen Alkohol wirkt immer. So, hier ein bisschen Wein, ein bisschen Whisky. So, ja. Geil. Ich will hier sein. Was ist denn los mit euch, Bethesda? Wieso erlaubt ihr mir das nicht? Okay. Dann platziere ich dich jetzt woanders. Weil es gab einige Probleme mit meinem Camp. Ich erzähle das mal hier. Und zwar habe ich das extra so gelegt, dass ich da die Grasfläche noch habe. Allerdings konnte ich da unten nicht mehr bauen. Und ja, ist ein bisschen blöd. So, erstmal moin moin Leute, euer Zero hier, hä? Glaube ich, habe ich vergessen, hä? Wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, mein Haus ist noch drin. Wow. Ihr seht schon, ich habe ordentlich was gemacht. Außerhalb des Baubereichs. Okay, dann muss ich wohl noch ein paar Kronkorken investieren. Dann packe ich es dahin, wo ich es vorher hingepackt habe. 135! Ja, es passt. Okay, perfekt. Ich hasse euch, Bethesda. Ich hasse euch zutiefst. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, runter. Nee, nicht zu weit runter. Obwohl, ich könnte es hier eigentlich auch höher bauen. Ganz langsam. Perfekt anpassen. Vor allem, das Bauen ist halt mehr so mäh, ne? Muss man dazu sagen, weil ich sehe ja nicht, was irgendwie auf der anderen Seite ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Wir stellen es einfach mal hin. Ja. Beim letzten Mal war es ein bisschen besser. Jetzt ist das hier so hoch. Ungenügend. Ungenügend. Oh Mann. Jedenfalls, das war so cool. Das war alles so bündig. Hier, das hier hat perfekt gepasst. Und hier konnte ich halt direkt drauflaufen. Jetzt geht das nicht mehr so gut. Naja, zum anderen hatte ich... Oh, ich ärgere mich gerade so. Wie fester Mann. Zum anderen hatte ich hier halt meine fette Mauer. Ach, die kann ich trotzdem irgendwie hinbauen. Ist zwar nicht so episch, wie es vorher war, aber naja. Braucht Unterlage? Ich gebe dir gleich Unterlage ins Gesicht, ey. Mit einem richtig fetten Furz. Och Mann, das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein, Bethesda. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich habe alles kaputt gemacht. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, okay. Jedenfalls, hier war eine fette Mauer. Man konnte halt nur hier lang gehen. Das hier war halt der Weg. Und hier sollten dann Geschütze und so weiter hin. Geht natürlich jetzt nicht mehr, weil Bethesda ruiniert mir alles. Aber auch alles müsst ihr mir ruinieren. Wo schwebt denn das? Wo schwebt denn das Bethesda? Erklärt euch.
Ein Scheiß schwebt das. Ja, jetzt schwebt das. Whisky wirkt nicht mehr, ist mir egal. Na, das muss ich neu platzieren. Scheiß drauf. Ich würde auch gerne. Ich würde auch gerne das ganze Haus nochmal versuchen umzubauen, aber es geht nicht, ne? Blaupause halten. Ja, super, dann kriege ich ja nur das eine. Ich will das ganze Bauwerk wechseln. Zum Bauen wechseln. Zum Modden wechseln. Scheiß drauf. Ja, das hier war mal mein Haus. Es war viel schöner, als ich es gelassen habe. Naja. Es ist so ärgerlich, ey. So ärgerlich. Scheiß drauf. Wir machen erstmal weiter. Ich kümmere mich ein anderes Mal drum. Ist ja nicht so, als hätte ich 2 Stunden dran gesessen. Wie fester. Ja. Danke dir. Danke für nichts. Ja, wir haben hier auf jeden Fall den hier, der Zapfstufe 50 ist. Ich bin aber noch keine 50, oder? Nein. Gut, packen wir den erstmal hier rein. Lesen? Achso. Gut, packen wir erstmal unsere Waffen, die wir nicht brauchen, hier rein. Das Jagdgewehr wollten wir uns ja nochmal angucken, ne? Können wir auch gleich machen. Bildergranate, Schwarzpulvergewehr. Okay, den Rest bauen wir auseinander. Gegenstände verwerten. Den Granatwerfer, die Impfpistole. Und das Jagdgewehr würde ich halt jetzt sehr, sehr gerne einmal kurz umbauen. So, ach, das ist eine Rüstungswerkbank, ne? Ah. Modifizieren. Okay, gucken wir uns mal das Jagdgewehr an. Wäre natürlich besser, wenn es ein legendäres ist. Vielleicht kriegen wir eines Tages noch ein legendäres. Man weiß es nicht. Wir gucken erstmal, was kriegen wir denn hier? 170, was? Das liegt aber. Warte. Habe ich mir fast gedacht. So. Wir müssen die Waffe wechseln, damit das der richtige Schaden angezeigt wird. So. Ah, schon viel besser. Also wir kriegen das hin auf... Wo ist der 50er Verschluss da auf? 113 Schaden mit dem präzisierten 50er Verschluss. Allerdings kriegen wir auch die 113 Schaden mit dem gehärteten Verschluss. Wie viel Munition haben wir denn von diesem 50er? Gucken, ob sich das überhaupt lohnt für uns. Wenn sich das nicht lohnt, dann ist das ja auch kacke, ne? Ja, also... 308er verwenden wir jetzt momentan, ne? Davon haben wir auch nicht mehr so viele. Das heißt, rein theoretisch könnten wir später, wenn uns die 308er Munition ausgeht, auf ein Jagdgewehr wechseln. Aber momentan ist das unsere Megawaffe, glaube ich, die das kann. Von daher, für welches Level bist du denn? 40. Wenn wir jetzt auf Level 50 warten, wäre das natürlich noch besser, ne? Unterhebelgewehr. Ach nee, der benutzt vom 40er, ne? Ach nee, alles klar, alles in Ordnung. Der hier, unser Berserker. Aber wir könnten unser Unterhebelgewehr fürs Erste weglegen und stattdessen das Jagdgewehr benutzen mit der 50er Munition. Okay, wir haben's. So, wundert euch nicht, ich habe heute leider keine Zeit zum Schneiden. Das heißt, wir werden das hier alles mal completo mundo machen. Alles auf einem Haufen. Das kann hier alles weg erstmal. Packen wir erstmal alles rein. So, Schrot brauchen wir nicht. Lass mal Ding ins Kiechen, hier. Mediatonbombe behalten wir auch. Fleißbolzen. Also die Munition ist erstmal ganz wichtig. Die sparen wir uns natürlich auf. Für den Fall der Fälle, dass wir sie brauchen. So, dann nehmen wir die 50er Patronen mit uns.
lassen unseren Typen hier da, ne? Beim Jagdgewehr können wir nämlich, das ist halt das richtig coole daran, da können wir unseren Schalldämpfer ranbauen. Und das wird es halt im Endeffekt auch wirklich bringen beim Jagdgewehr. Ich will's nicht. Fast hätte ich es kaputt gemacht. Jagdgewehr, so, Standardverschluss, machen wir 50er. Ja, ich hoffe, unsere Ressourcen reichen aus. 216 ist das höchste, ne? Was haben wir denn so schönes für Auswahlmöglichkeiten? Rückstoßdämpfung, verbesserte Präzision aus der Hüfte. Aus der Hüfte ist jetzt nicht das, was ich brauche. Überlegene Reichweite. Also Rückstoßdämpfung wäre schon nicht schlecht, ne? Weil aus der Hüfte muss ich nicht schießen. Ja, perfekt. Nehmen wir den. So, Kolben. Präzision 70. 72. Überlegene Präzision aus der Hüfte. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Rückstoßdämpfung. Überlegene Rückstoßdämpfung. Die nehmen wir. Magazin. Müssen wir da einfach irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Magazin brauchen wir eigentlich nicht so wirklich, oder? Wobei, wir verlieren eigentlich nichts dadurch. Wie viel habe ich denn noch? Ach, Ressourcen habe ich noch ohne Ende. Alles klar. Visier. Wie sieht es denn mit einem Visier aus? Wollen wir da jetzt ein Visier ranmachen? Ich will jetzt auch keine zu große Präzision haben. Mir würde eigentlich eine Präzision von, ja, 93 würde mir eigentlich reichen. Komm. So, und hier kommen wir zum Schalldämpfer. Verlieren wir natürlich ein bisschen Reichweite. Ist jetzt nicht so drastisch. Das Gewicht wird sich noch weiter erhöhen, aber naja. Schalldämpfer ist mir wichtig. Lackierung haben wir leider keine. Ja. Sehr schön. Sagt unserer neuen Waffe herzlich willkommen im Team. Zack. Ach ja, da kommen Erinnerungen hoch. Sag mal, war mein Visier nicht eigentlich immer durchsichtig? Oder liegt es jetzt am Wetter? Keine Ahnung, ich hab gerade den Nvidia-Typen ausgepackt und nochmal die Grafik aktualisiert. Vielleicht hat er das rausgenommen. Gut, dann können wir jetzt erstmal weitermachen. Wir lassen uns erstmal nicht ärgern. Wir sind jetzt im normalen Modus, weil eigentlich wollte ich diese Folge damit verbringen, dass wir zusammen unser neues Camp quasi verbessern. Ich habe es ja aufgebaut. Und ich wollte es halt verbessern. Ich wollte halt wirklich richtige Wände reinbauen, nicht diese Holzdinger und alles drum und dran. Aber ja. Das geht dann wohl erst am Wochenende wieder, weil jetzt habe ich momentan die Tage nicht mehr so viel Zeit. Weil ich das alles eigentlich so geplant habe. Ich habe alles perfekt geplant für diese Woche, damit ich halt keinen Stress habe. Naja, gut. Wir haben Durst, ne? Nehmen wir uns was zu trinken mit. Ach ja, übrigens, Wasser an dieser Stelle ist auch sehr problematisch. Es gibt zwei Spots, an denen man Wasser platzieren kann und die sind hier. Und hier werden wir auch das Wasser platzieren, früher oder später. Aber jetzt versuchen wir erstmal Wasser mitzunehmen. So, habe ich hier noch... Ich müsste eigentlich Hilfsmittel ohne Ende haben, ne? Nehmen wir so... 10 Stück mit. Ich will ja bald wieder in den PvP-Modus gehen, denn dieses Wochenende soll ja Double XP-Wochenende sein. Wochenende. Deswegen werden wir da auch ziemlich viel spielen. Oder ich. Ihr guckt ja nur zu. Seid zu faul zum Spielen, ich weiß das. Könntet mir helfen. Spaß. Reis und Bohnen. Salisbury Steak. Ja, das dürfte ja nicht streichen. Habe ich eigentlich noch Stims? Ja, habe ich. Gut, dann ziehen wir uns hier mal ein bisschen was rein. So, ein bisschen Red Away. Dürfte auch nicht schaden. Und ein bisschen Wasser. Gut. Dann kümmern wir uns mal um die Quest. Ich hoffe, dass da unten nirgendwo eine Todeskralle ist.
Wir wissen nämlich, dass hier eine Höhle unter uns direkt ist. Das heißt, da könnte auch jederzeit eine Todeskralle spawnen, ne? Wo war die Höhle jetzt? Ich glaube da. Das sieht mir halt verflucht nach einer Todeskrallenhöhle aus. Hatten wir nicht auch eine gesehen, die hier irgendwie lag? Ich glaube ja schon. Keine Ressourcen mehr da. Naja, dann nicht. Kümmern wir uns erstmal um Jäger, verzweifelt gesucht oder was. Folge das Notsignal bis zu seinem Ursprung. Ich glaube, da sind wir gerade stehen geblieben, ne? Machen wir das erstmal. Gehen wir ein bisschen questen. Auch wenn wir heute nicht mehr so viel Zeit haben, weil ich viel zu viel in der Basis rumgequatscht habe. Ach, guck mal, da piept es. Das können wir doch ausnutzen. Verbrannter Offizier, okay. Ah, das ist Schaden. Kommt schon fast an meinen Berserker ran, ne? Ich glaube, der hat mich entdeckt. Okay, Nebelkriecher versus Hammer. Wo steckst du fest? Oh, das tut mir ja fast schon leid für dich. Au. Na gut, wehtun tust du auch nicht. Nehme ich alles. Das heißt, rein theoretisch kann man hier Nebelkriecherzeug farmen, ne? Wenn der hier jederzeit spawnt. Weil ich kann mich erinnern, dass wir ihn schon mal umgebracht haben. Mich ärgert das immer noch, ey. Ich habe so viel Zeit darin investiert, meine Basis zu bauen. Und dann kommt da so ein Update und dann denken die sich, deine Basis ist nicht mehr, Junge. Viel Spaß beim Neubauen. Und wenn du jetzt falsch platzierst, ja, dann zahlst du 195 Kronkorken. Hahaha, wir sind wie fester. Wir wissen, wie man Geld macht, Kronkorken. So ärgerlich. Was sagt ihr dazu, Freunde? Ist das ärgerlich oder ist das nicht ärgerlich? Gehört das zum Spiel dazu, dass plötzlich die Basis verschwindet, nachdem man zwei Stunden dafür gebraucht hat, sie aufzubauen, die ganze Woche lang durchgeplant hat, dass alles perfekt passt und dann plötzlich, BÄM, kommt die Fester um die Ecke. Ist doch kacke, ne? Sollte ein Bifester einen Brief schreiben. Baut meine Basis wieder auf, wie sie vorher war. Und wenn die dann schreiben, wir wissen nicht, wie sie aussieht, dann sage ich, dann baut eine bessere. So sieht's aus. Sollen die sich mal darum kümmern, dass alles bei mir wieder in Ordnung ist. Habe ich den auf Favoriten gepackt? Ja. Aber ich habe ihn nicht repariert. Und die haben hier dieses Grafikproblem immer noch nicht gelöst, weil die Lichtverhältnisse hier in diesem Gebiet, die sind mehr schlecht als recht. Da ist es schon wieder heller geworden. Wollt ihr mich verarschen? Und meine Rüstung, die, mich sieht man ja überall. So, wonach suchen wir jetzt hier eigentlich? Was sagt die Karte? Verfolge das Notsignal bis zu seinem Ursprung. Ich vermute mal, wir haben das Notsignal hier. Wir müssen auf die Prozente achten, Leute. Ach, okay, wir laufen in die richtige Richtung, perfekt. Aber ich vermute mal, dass hier irgendwas rumhängt, das uns noch hindern will. Zu diesem Notsignal zu kommen, oder? Ist absolut gar nichts, was mich hindern möchte. Ich habe irgendwas gehört. Was war das? Das habe ich gesehen. Da ist irgendwas rumgekrochen. Ich denke mal, das Signal kommt hier aus dieser Kirsche. Ah, guck mal hier. Wir gehen jetzt aus dem ekligen Bereich in den schönen. Sieht einfach nur kacke aus. Der einfach so ein Strich in der Landschaft ist. Ist da jetzt ein anderer Spieler? Ja. Hallo.
Fuß zu lang. Yay, ich habe Erfahrung bekommen. Krieg ich auch den Loot? Nein. So, wir gehen da am besten mal rauf. Oder auch nicht. Man hört hier die im Sumpf die ganze Zeit irgendwelche komischen Geräusche. Hallo, hol den Hammer raus. Er passt nicht durch die Tür. Ah, der Hammer ist einfach so krass. Lucky Harwicks Notiz. Wenn du das hier liest, ist aus dir ein Veränderter geworden. Die Leute bezeichnen euch mit... So, dankeschön da hinten. Wenn du das hier liest, ist aus dir ein Veränderter geworden. Die Leute bezeichnen euch mit gehässigen Begriffen wie Monster oder Ghoul. Doch tatsächlich seid ihr keinen Deut anders als sie. Sie fürchten nur das, was in der Zukunft vielleicht aus ihnen werden könnte. Die Natur hat entschieden, dass du so wirst. Diese Entwicklung war also dein Schicksal. Ich denke mal, wenn ich einer von denen geworden bin, kann ich das nicht mehr lesen. Aber gut, nehmen wir das einfach mal mit. Geht hier nur um die Signalstärke. Wir suchen hier Dinge. Wie zum Beispiel Patronen. Dankeschön. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin hier doch nicht so ganz richtig. Du kriegst erstmal aufs Maul, Junge. Weißt du, der Obermotz ist hier Level 23. Ist klar. Ach komm. Oh, 62. Weil der Hammer. Guckt ihn euch an. Absolut geil. So. Alte Truhe mit nichts drin. Sehr schön. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Nee, wir sind hier falsch. Wir sind hier falsch. Oh, Le Todis Kralé. Die möchte aufs Maul haben von mir. Albino. Oh, Albino ist am Kämpfen. Perfektes Timing. Nein, ich glaube, ich habe so ein kleines Viech getroffen, oder? Mein Kill. Vielleicht hätte ich zuerst in meine Rüstung steigen sollen, aber ich will den Loot haben. Alles meins. So, Level up. Welches Level haben wir erreicht? Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube 43 sind wir, ne? Kurz vor den 50. Wir haben es bald geschafft. Das maximale Maximum. Optimus Prime haben wir bald erreicht. Wir müssen hier irgendwo hin, ne? Da, wo die Todeskralle war, höchstwahrscheinlich. Da. Ja, wir kommen der Sache näher. Ach, ist das der Brahmin hier, den wir suchen? Nee. Wonach suchen wir denn? Hä? Hier fett im Wasser oder was? 93%. 94. Okay, wir kommen der Sache immer näher. 93. Nein! Oh Gott, die haben mich gesehen.
Wie hast du das denn abgewehrt? Viel zu spät abgewehrt, weißt du, aber Hauptsache abgewehrt. Das einzige Problem an diesem Hammer ist, der geht so schnell kaputt. Alter, wir werden durchlöchert. Glaube ich. Ja, wir sind 43. Okay, okay. Ich muss sowieso in eine andere Richtung, ist alles in Ordnung. Myolox, helft mir! Los, tötet die Supermutanten. Ich steck fest. 96, ja, wir müssen zur Höhle bestimmt. Nö. Ach man, überall landen hier irgendwelche komischen, übelsten Viecher rum. Die ich irgendwie auch nicht treffen kann. Oh Gott, es sind zu viele. 97? ...98... Ich muss euch zuerst loswerden, ne? Ah. Ich bin weg, Mann! Ich hab die Mission zu erfüllen! So, und aus euch mache ich gleich eine hübsche Suppe. Eine leuchtende Suppe. Kann ich sogar im Dunkeln essen. So. Okay, 97. Wo befinden wir uns jetzt gerade? Wieso soll ich das untersuchen? Achso, sonstiges. Die Höhle ist es nicht. Wenn wir jetzt hier lang gehen. Was sagt uns dann die Signalstärke? Okay. Wenn wir jetzt hier lang gehen. Hä? Gibt's doch nicht. Willst du doch nicht ernsthaft sagen, dass ich an den Supermutanten vorbei muss? Irgendwie nicht. Ich will aus meiner Scheißrüstung aussteigen, keine Blümchen sammeln. Was ist denn? Du hast nichts gesehen. Oder suche ich den Supermutanten Primus hier? Wir spielen, kleiner Mensch. Schädel ohne Schädeldecke. Ich verstehe nicht, wonach wir suchen. Wenn ich das wenigstens wüsste. Ich habe das Gefühl, dass dieses Objekt sich bewegt. Und das ist... Da! 99! Hey, Beggar! Wonach zum Teufel suche ich? Hä? Hier nach? Notsignal! Ich hab's gefunden! Hey, Ella. Randy hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich erledigt bin, nachdem ich mein Bein verloren habe. Ich wollte dir sagen, dass du recht hattest. Wir haben die Ghule bis Haven verfolgt und... Donnerwetter, die haben sich unterhalten wie du und ich.
Wir haben ja alle schon diese Geschichten von den sprechenden Ghulen gehört. Ich hätte nur nicht gedacht, das irgendwann mal mit eigenen Augen zu sehen. Und ich bin nicht der Einzige. Kendall wusste es, genau wie ich. Aber Duncan wollte nicht nachgeben. Ihm war es egal, dass sie darum gebettelt haben, in Ruhe gelassen zu werden. Mir war es aber nicht egal. Wenn diese Kreaturen immer noch den Verstand besitzen, den Gott ihnen gegeben hat, wer bin ich dann, ihnen den zu nehmen? Die sehen echt gefährlich aus, die Jungs, ne? Okay, sprechende Ghule, ich meine, gibt es doch. Ist ja jetzt nichts Verwerfliches dran. Bist du gestorben? Okay, das sah nicht so aus, als würdest du sterben. Erk. Die Frage ist, meinen sie jetzt damit Ghule, die noch ihren Verstand haben? Oder meinen sie damit die Verbrannten? Weil die können ja auch noch reden. Der weiß noch nicht, wo ich bin. Da hat er den Headshot seines Lebens kassiert. Logisch, wenn er danach tot ist. Er ist verschwunden. Er ist verschwunden! Ah, okay, er ist nicht verschwunden. Diese 5mm Munition möchte ich gerne haben. Ganz, ganz dringend. Und die Minigun. Bin ich aus meiner Rüstung ausgestiegen dafür? Ja. So. Ich brauche meine Rüstung. Kriege ich dafür auch noch Erfahrung, wenn ich ihn treffe? Muss ihn treffen. Nein, zu spät. Nein. Oh, ich hätte die Erfahrung gerne gehabt. Ich weiß nicht, ach, da ist meine Power-Rüstung. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, ich steige jetzt hier ein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir... vielleicht schaffe ich es morgen früh nochmal, die Basis nochmal neu aufzubauen. Vielleicht. Ich kann nichts versprechen, weil ich bin momentan in der Spätschicht und ich schlafe morgens einfach viel zu gerne, jetzt irgendwas zu machen. Ach, die tägliche Quest, wir waren hier schon mal. Haut rein, euer Zero, tschüss.